Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von God of War. Wir machen mal direkt die Story weiter. Auch wenn ich gerne mich hier noch umschauen möchte. Weil hier gibt es so viel zu entdecken, es macht einfach richtig viel Spaß. Aber ein bisschen muss ich jetzt hinterherkommen mit der Story. Auch wenn ich nicht möchte, dass es ändert. Endet, meine ich. Ich möchte einfach nicht, dass God of War endet. Es macht einfach sehr viel Spaß. Warum bin ich jetzt eigentlich runtergegangen? I don't know. Warum bin ich jetzt runtergegangen? Mimir, warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf! Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königinnen und Göttern zugute kam. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ja, bitte. Die Geschichte später ist auch nicht schlecht. Ist das jetzt hier unten oder muss ich nach oben? Ich bin gerade verwirrt. Manchmal sind Wege und ich, sind wir einfach keine Freunde. Ich finde einfach nicht, wo ich hin muss. Ist es jetzt diese Tür hier? Die sieht sehr... Ja, okay, das ist die. Alles klar. Die sieht sehr beeindruckend aus. Ich habe Angst. Mal gucken. Tirsrone, das ist es. Wir sind drin. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Sieht auf jeden Fall cool aus, würde ich mal sagen. Sehr beeindruckend. Was Baum. Ist das denn? Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Ja, ich sehe es gerade. Der Boden an der Decke. Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Okay. Ist ja schön, dass du das alles so von der Perspektive siehst, ne, Mimir? Vom Hintern aus. Das finde ich sehr lustig. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha! Direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Nee, da komme ich wirklich noch nicht ran. Oh, was liegt dahinter? Ich weiß es nicht. Sieht viel zu interessant aus. Wow. Ich dachte, ich falle ja, runter. Ein Heiligtum in einem anderen. Diese ja, voll geil. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Oh, das ist so cool. Die ganzen Details hier. Alleine das Umsehen. Ich möchte mich einfach nur umsehen. Ich muss da sowieso lang, deswegen kann ich ja gleich mal hier schauen. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Sind das jetzt mal verschiedene Eingänge oder... Hä? Okay. Interessant. Ich schaue mich ja gerne um, aber jetzt bin ich verwirrt. Ich hätte das vielleicht nicht tun sollen. Wow, wer sind die? Die Halle Tyrs. Oh, das sieht so cool aus. Verdammt. Das sieht so gut aus. Hier ist eine Schale. Wir müssen bestimmt irgendein Rätsel wieder. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur, die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Was hast du vor, Kratos? Oh mein Gott. Bewegt sich. Was bewegt sich? Alles. Wow.
Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Und damit kann man durch die Welten reisen? Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Bitte was? Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Ich habe Angst. Oh oh. Da passiert was. Was? Okay. Die sind aber groß. Sehr gut. Sie greifen nicht an. Oh, ich dachte gerade. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Oh, ich dachte gerade, wenn die uns nur angreifen, habe ich ein Problem. Lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidü. Ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Ah, schön. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Weiß nicht. Ja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Ja, ich bin nicht sicher. Kratos hat wieder verrückte Ideen. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, hier ist was. Ich will lesen. Lesen. Information. Los, her damit. Hier, Junge. Noch eins. Geil. Da steht, er heißt Beryelmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. Okay. Die Wahrheit. Also haben wir alle diese Dinge abgeschlossen. Cool. Sehr schön. Wissen hinzugefügt. Ein Riesenkönig mit vielen, vielen Kindern. Anscheinend kam er auf einem Meer aus Blut und hinterließ... Was? Ein Riesenkönig mit vielen, vielen Kindern. Anscheinend kam er auf einem Meer aus Blut und hinterließ, als er starb, ein Meer aus Tränen. Ach so, der Satz war gerade so komisch. Tot, aber nicht ermordet. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise wurde der nicht ermordet. Krass. Eine Armee aus Statuen. Die erwachen bestimmt aus dem Leben, falls euch das Sorgen macht. Tier meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche. Aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen. Ach du Kacke. Wieder diese Todesfallen. Sag mal, der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Oh nein. Dir macht das Spaß, oder? Ja, anscheinend. Der foltert ihn gerne oder so. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich zuerst jetzt lang soll, ehrlich gesagt. Das hier sieht nicht so gefährlich aus wie das andere. Die andere Sorte. Abwechslung ist sehr wichtig. Oh Scheiße. Komm schon, steh auf, Bruder. Ja, ich habe zu spät gesehen, dass da noch so ein Ding ist. Und dann war ich wie erstarrt. Okay. Wie kommt man jetzt da durch? Ist das jetzt mit perfektes Timing oder muss ich da noch irgendwas machen? Komisch. Die andere Sorte. Abwechslung ist sehr wichtig. Okay. Aber wenn ich das jetzt wegmache, dann geht's doch direkt runter, oder nicht? Nee, okay, ist mit Zeit. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich wollte was testen. Wenn ich das in der Mitte mache, habe ich eigentlich mehr Zeit. Wow, ja, wenn ich etwas schneller wäre. Hängt es jetzt? Ich warte lieber, es wartet. Okay. Weil ich habe dann mehr Zeit. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Wenn es hier in der Mitte zu ist. So, dann kann ich hier durch. Tada! Hätte noch viel einfacher sein können, wenn ich das gleich gesehen hätte. Was ist das hier?
Ach, es geht weiter mit dieser Scheiße. Ernsthaft? Warte, das sieht interessant aus. Aha, ich verstehe. Interessante Mechanik. So, dann machen wir das mal hier auf. Meine Brille hat gerade voll geknackt. Falls ihr das gehört habt. Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Oh, ich hasse ihn auch. Oh, warte, ne, oha. Ich weiß nicht, was ist denn jetzt hier oben und was ist unten? Ich bin verwirrt. Schaffe ich das, wenn ich da runterspringe? Das ist jetzt die Frage, ne? Boah. Kette, wir sind da. Das war knapp. Es ist Zeit für deinen Einsatz. Das war knapp. Komm, machen wir es kaputt. Ja. Müssen wir auf die andere Seite auch noch? Da war ja noch ein Weg. Pass auf! Mach dich bereit, Junge! Ist das eine Feuerfalle? Ernsthaft? Aber warum? Geh weg! Geh weg! Ich hab das neu eingesetzt. Ich hab mich gerade gefragt, warum ich kein Schildschleudern machen kann. Ich hab das ja weggemacht. Hätte ich mal nicht gemacht. Ich wollte mal was anderes testen. Ja, ich weiß. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, das mit den Flammen ist aber auch ätzend. War klar, dass er schneller ist. Und wie sieht's jetzt aus? Bin soweit. Das hört genau auf, wenn wir die besiegt haben. Ist doch ätzend. Hä? Von wo? Wo sind denn hier Gegner? Hallo? Oh, die Musik gerade ist so mega schön. Die sind da drüben. Toll, wir können jetzt nichts lesen. Das ist auch nicht so geil. Weil wir mitten im Kampf sind, ich sehe schon. Jetzt aber. Gut. Weil ich möchte jetzt nicht unnötig darüber gehen, während hier noch Sachen sind, die wir sammeln können. Das Symbol der Wahrheit haben wir erhalten. Und hier ist noch was. Lass sie in Frieden. Die meinen. Meint er die Riesen? Offensichtlich nicht uns. Ich hoffe... Klingt ja sehr bedrohlich auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt zurück. Und dann mal gucken. Erstmal muss ich schauen, wie ich jetzt wieder hier rüberkomme. Scheiße. Scheiße, das war zu langsam.
Ich warte kurz. So. Nicht geil. Nicht cool. Ich bin bereit. Ich hab's ja. Aber das dreht sich auch mal. Ich hasse sowas. Hate! Was wollt ihr denn? Wo ist noch einer? Kommt es bis hier rein? Ja, natürlich. Bitte jetzt hör auf. Bitte. Oh mein Gott. Bin noch nicht so weit. Ist dein Ernst einfach? Das ist deren Ernst einfach. Ne? Solange ich nicht in diesen Feuerstrahl reingehe, ist eigentlich alles gut. Oder vielleicht mal aufpasse, was ich hier gerade mache. So, hört es jetzt auf oder macht? Die andere Kette wartet. Okay. Das geht immer nur weiter, wenn Gegner da sind. Das ist etwas unfair. Wollen das? Die andere Kette wartet. Ja, ich sehe schon. War es das jetzt hier? Oder, hä? Nee, das war ja mit diesem drehenden Scheiß hier, ne? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. War hier nicht sowas Drehendes noch? Oder muss ich erst ganz zurück? Wo ist denn jetzt der... Ich bin voll verwirrt gerade. Ich glaube, das ist der Weg zurück, ne? Ach du Scheiße, wie komme ich denn jetzt da rüber? Weil ich das gar nicht sehe. Vielleicht von hier aus? Okay, das wird schwieriger als gedacht. Ich treffe das gar nicht. Wir werden sterben. Das schaffe ich niemals, oder? Also es wird knapp auf jeden Fall. Okay. Schaffen wir doch. So, jetzt müssen wir hier rüber, ne? Mit den drehenden Scheiß. Oh, diese drehenden Sachen finde ich ja ehrlich gesagt etwas schlimmer. Ach du Kacke? Wie soll das denn gehen? Ich will da nicht rein. Oh mein Gott. Wie soll das gehen? Ja.
Ich muss irgendeine Lücke finden, ne? Oder irgendwie. Ich muss mir das jetzt irgendwie zurechtbasteln oder was? Jetzt reicht's aber. Musst du mir jetzt echt eine Lücke suchen? Furchtbar. Was ist das hier? Das ist irgendwas Großes. Lebend. Also es war mal lebend.